Ladies and Gentlemen, ich bin Psycho Psycho und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und ganz ehrlich, das Spiel meint es gut mit euch. Ich bin immer noch zufällig unterwegs und wir sind mal wieder im Krankenhaus. Daher weiß ich noch nicht, ob ich die Reihenfolge so beibehalte, wie ich jetzt gerade hier die Runden zocke. Nicht wundern, wenn dann irgendwas durcheinander ist. Aber zumindest habt ihr diese Woche schon zweimal Krankenhaus. Das Spiel mag euch. Und schauen wir mal, wie viele Events wir kriegen. Wir jagen Julian McDonald. Oh Gott. Ganz ehrlich, am Ende werden wir schuld sein, wenn irgendwann McDonald pleite geht, weil wir den guten Julian geklatscht haben, wer auch immer er in der Hierarchie von McDonald ist. Weiß nicht, ob uns das gefällt. Also irgendwie würde ich das schon feiern, so die Geschichte zu ändern. McDonalds Geschichte. So, aber ja, erstmal. So muss das sein. So muss das sein. Ach, mein Auge juckt. Aber ganz ehrlich, mich würde es nicht stören, wenn ich hier so McDonalds-Kette irgendwie platt machen würde. No hate. Aber man muss halt sagen, gut, für kleines Geld kriegst du Essen. Aber zum Beispiel mein Feind ist es nicht. Mein Feind ist es nicht. Früher habe ich es ganz gerne gegessen, oder wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester bei Maggie ist. Da gibt es allgemein so viele Bezeichnungen. Manche sagen Maggie, manche sagen... Keine Ahnung. Ich kenne in erster Linie nur Maggie, aber ich weiß, es gibt noch mehr Bezeichnungen. Aber ja, wenn sie natürlich bei Maggie ist und sie fragt mich, ja, willst du irgendwas haben? Dann auf jeden Fall ein paar Burger und Pommes. Ich weiß nicht, wieso. Ich kenne nur eine weitere Person, die auf diese Pommes von Maggie steht, auf diese labbrigen Pommes. Aber ich finde die irgendwie geil. Ich finde die irgendwie geil. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Nostalgiefaktor. Ja, die gehen schon, muss ich sagen. Die geht schon. Wie gesagt, für kleines Geld was zu essen, auf jeden Fall gut. Aber sonst, wenn ich mir einen Burger hole, dann amüsanterweise bestelle ich den bei meiner Pizzabude. Und da gibt es einen geilen Burger, der kostet zwar natürlich auch ein bisschen mehr, aber der ist dafür richtig. So. Und so wie es aussieht, heute wieder kein Flurgeist. Und das hier raffe ich immer noch nicht. Tür. Tür. Wo kommt diese Tür? Wahrscheinlich durchs Fenster reingeflogen. Gerade als ich es gesagt habe, klang es wie ein Scherz, aber irgendwie jetzt klingt es plausibel. Denn wo kommt diese Tür sonst her? Wahrscheinlich deswegen hier der Vorhang. So, oh mein Gott, wir haben hier eine Tür, die gehört eigentlich nicht hin. Versteck sie hinter Vorhang. Alles fresh. Wir gehen jetzt erstmal nach oben und nach unten. Habe ich die Tür da hinten aufgelassen? Ich glaube schon. Hallo? Na, wir schauen jetzt erstmal noch die Spots an und wenn dort nichts war, dann holen wir das Thermometer raus. Kollege, bist du hier? Offensichtlich nicht. Wo würde sich Julia McDonald verstecken? Ich hätte jetzt ja schon gedacht, in der Leichenhalle. Oder auf der Toilette. Irgendwie so ein reicher Schnöseljunge. No hate. Aber irgendwie schon so ein bisschen. Hier ist alles frisch. Ich glaube, hier hatte ich meinen ersten Geisterraum hier im Krankenhaus und dachte mir, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann hatte ich meinen ersten Flurgeist. Dachte ich mir, jo. Danke, hat mir gelangt. Das war im Flur! Das war im Flur, Ladies and Gentlemen! Nein, wieso freue ich mich? Das war im Flur. Oh oh. Keine Ahnung, links oder rechts, aber... Eigentlich sollte ich mich nicht freuen. So, dann gehen wir doch mal hier in diese Richtung. Also hier war gerade eben knapp unter 20 Grad, hier geht es hoch auf 30. Hier geht es wieder runter auf... Jetzt entscheide ich. Ist jetzt der Geisterraum hier bei knapp unter 20? Wahrscheinlich eher weniger, es wird zu warm. Hier hinten hatten wir auch kurz unter 20. Hier ungefähr. Nee. Schauen wir uns einfach weiter in den Flur an, denn mit etwas Glück ist der Part im Flur schon weit unter 20. Aber das war Ablenkungsmanöver. Momentan sieht es aus wie ein Ablenkungsmanöver. Hier ist kein Flurgeist. Oh, schade, ich hatte jetzt kurz gehofft, dass wir einen Foyergeist haben. Ach, das wäre so herrlich gewesen.
Also bis jetzt, Ladies and Gentlemen, sieht schwarz aus. Warum dann jedoch das Event? Weiß ich nicht. Ich weiß es. Vielleicht ist der Geistraum auch einfach nur hier in der Nähe. So Wirkungsbereich mäßig-däßig. Ja, es geht auch wieder nach oben. Das wird natürlich auch Standardzaun gewesen sein. Hier drin hatte ich den Geistraum noch nie. Ja. Diesmal auch nicht. So, schauen wir mal. Ja, hier ging es kurz runter. Okay, okay. Okay, das ist bis jetzt das Beste, was wir haben. Knapp über 15 Grad, also 17 Grad. Und dann das Beste, was wir haben. Super. Aber knapp unter 20. Hier ist alles fresh. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange drin. Unsere Sanity dürfte eigentlich schon ziemlich krass gedroppt sein. Hoffen wir mal, dass wir den Geisterraum gleich finden. Hier macht es immer so einen krassen Sprung auf 20 Grad, unter 20 Grad. Das hilft mir nicht weiter. Waren das nicht... War das nicht unten? War das nicht wieder hier dieser Transfusionsbeutelhalter? Die MF5 sogar. Okay. Wir haben unseren Patient gefunden. Er befindet sich im Keller. Okay. MF5 ist schon mal sehr, sehr gut. MF5 ist auch immer etwas, worauf man ultra lange warten kann. Deswegen, das ist schon mal sehr gut. So, aber ab nach draußen, nächsten Run holen und vor allem wahrscheinlich seine Diplin nehmen. Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben sehr, sehr lange gebraucht. Gut, wir haben unseren ersten Beweis. Also das ist gerade unser Vorteil. Erst Beweis, aber ultra lange gebraucht. Ja. Ja, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich glaube, wir müssen hier wieder fangen spielen irgendwann. Deswegen hoffe ich, wir kommen jetzt... Ja, wir kommen durch die Tüte. So, let's go. Also, nächsten Run. Ich werde Sanity-Pin wahrscheinlich nehmen. Wenn wir jetzt auf 70 sind, werde ich Sanity-Pin nehmen. Auf 80 noch nicht. Auf 75 muss ich überlegen. Ja, solange wir auf 70 oder darunter sind. Von 73 habe ich nie geredet. 71. Es wäre fast schon Verschwendung, die ersten Sanity-Pin jetzt zu nehmen. Aber, nein, wir wissen nicht, was für ein Geist ist. Ah, 70%. So, passt. Ich muss einfach nicht lang genug warten. Ja, jetzt sind wir ungefähr auf 100% wieder. Eigentlich müssten wir genau auf 100% sein. Damit kann ich jetzt diesen Run vorziehen. Danach kommt wieder Fingerlampe mit Kruzifix, genau. Und dann die letzten zwei Gegenstände. Aber erstmal ESG, Leinwand, damit die schon mal arbeiten können. Und da habe ich ja immer noch in letzter Zeit ein paar Probleme. Gerade mit der Leinwand, die dauert extrem lange. ESG geht eigentlich hier und da mal schneller, mal langsamer. Was mich nur verwirrt, dass hier ein Event war. Nicht gar nicht gut. Schade, dass hier oben nicht steht. Das wäre eigentlich so ein perfekter Spot, wenn hier irgendwas stehen würde. Keine Ahnung, so Ärztenamen. Bekannte Ärztenamen oder Gründernamen oder sowas. Das wäre eine coole Stelle gewesen. Aber erstmal ab nach unten. Ich bin immer noch der Meinung, die sollten hier irgendwas einführen, dass man beim ESG irgendwas Visuelles noch zusätzlich sieht. So nachwirkungsmäßig desig. So. Belege, ich bin wieder da. Wir können ja schon mal anfangen. Manifest. Enjoy yourself. Manifest, enjoy yourself. Hätte ja sein können. Manifest. Okay, ich dachte Überraschungsmoment, aber... Oh, yes, Seth. Nein, hat keine Lust. Ja, oha.
Stell dir mal vor, ich wäre jetzt neben dem Ding hier gestanden. Wäre das da rausgeschossen, hätte mir erstmal einen Headshot gegeben. Da würde ich aber hier auf jeden Fall am Boden liegen. Das könnt ihr mir glauben. Da wäre ich die nächste Leiche bei, hier. Wie ist das Spiel? Mortuary Assistant. Könnte ich mich direkt selber abduzieren. Headshot-Stil. Wobei, das war ein Boxershot. Das hätte... Das wäre too much, ladies and gentlemen. Das wäre too much. So, erstmal nach draußen, nächsten Run holen. Wir haben ja gesagt, UV-Lampe mit Kruzifix. Wobei ich sagen, wir werden wahrscheinlich auf 90% sein. Vielleicht sogar noch drüber. Da würde ich fast sogar die Linse und die Box noch vorziehen. Aber sobald dann unten wieder eine Tür bewegt wird, beiß ich mir in den Arsch. Deswegen nein, nein, nein. Wir nehmen jetzt die UV-Lampe mit, wir nehmen das Kruzifix mit, damit das Ganze schon mal drinnen ist. 96%. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen inaktiven Geist. Beziehungsweise auch einen Geist, der sehr langsam die Sanity droppt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist aber dahingestellt. Auf jeden Fall bin ich nicht sein größter Fan. Theoretisch, wenn man einfach jetzt ein bisschen Geld fahren möchte, es ist eigentlich super. Ja, der Geist ist harmlos, der ist entspannt. Deine Ressourcen reichen dir, weil nicht viel passiert. Okay, aber du bist ja im Horrorspiel, um Horror zu erleben. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn nichts passiert. Aber ich habe noch Vertrauen in den Geist. Wir sind in der Leichenhalle. Das sollte eigentlich genug Munition sein. Damit meine ich jetzt nicht nur die Leichen. So. Schau mal, hier wurde nichts bewegt. Nope, Lichtschalter auch nicht. Du bist so talentiert. 17 Mal das Ding drehen. Wahnsinn. Ich mache ihm jetzt einfach mal Licht aus. Ja, vielleicht hat ihn das gestört. So, und ich mache ihm jetzt auch mal netterweise die Tür zu. Vielleicht muss er mal kurz raus auf Toilette und macht die Tür wieder auf. Das werden wir herausfinden. In meinem Glück hatten wir jetzt irgendeinen Geist, den das Licht blockiert hat, um zu jagen. Und jetzt wird er auf einmal jagen können. So ähnlich wie Namarin in Phasmo. Mit Licht 40%, ohne Licht 60%. Dadurch, dass ich so viel Erfahrung von anderen Spielen habe, sage ich das immer so ein bisschen als Scherz. Aber eigentlich ist da viel Wahres dran. Oder viel, wo ich mir denke, ja, jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, jetzt könnte da wirklich was dran sein und es kann wirklich stimmen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach gerade mal, dass es nicht der Fall sein wird. So. Letzten Run. Und dann werden wir hoffentlich wissen, womit wir es zu tun haben. Hoffentlich. 86. Let's go. Check, check, 1, 2. Es funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Die Linse, ja, funktioniert auch. Jetzt dreh mich zur Seite. Sehe ich irgendwas. Let's go. Ich bin da. Bin drin. Can you talk? Can you speak? How did you die? When did you die? Can you talk? Can you speak? Okay, es funktioniert auf jeden Fall und bis jetzt noch nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Can you talk? Okay, Kollege, ich komme runter. Hier ist mal noch zu, ist ungezickt. Can you talk? Let's stop that. Okay, will ich direkt machen, wenn ich könnte. Aber es liegt an dir, mein Freund. Ja? Hilf mir, meine Arbeit richtig zu machen und dann können wir hier ganz schnell abdüsen. Das verspreche ich dir jetzt schon. Also, ich kann abdüsen. Du eher weniger. Ups. Box. Also mit den Fingis raus und Ektoplasma. Check ESG, Freezing und Staffelei. Und oder Staffelei. Warte mal, nicht und oder. Achso, ja doch. Passt schon. Okay, Manifest. Und? Ne, das war der normale Chat. Show yourself. Okay, come on, buddy. Manifest or show yourself. Show yourself, manifest. Manifest, show yourself. Show yourself, manifest. Manifest, show yourself.
Know Yourself and Manifest. Was haben wir denn an Geistern? Yokai, Abaddon und Boogie. Also, hätten wir Abaddon, wäre es super. Kruzifix. Warte mal, haben wir Freezing? Also erstens, wieso sehen wir den Mond? Zweitens, haben wir... Wir hätten Freezing. Okay, definitiv nicht. Aber kurzzeitig dachte ich wirklich, wir hätten Freezing. Aber wahrscheinlich habe ich irgendwie nur was spiegeln sehen oder so. Okay. Also, Freezing ist mal... Was raus? Yokai und Boogie. Ich glaube, bei Yokai stand nichts und bei Boogie stand auch nichts. Super. Genauso will man das haben. Damit ist die Wahl zwischen keine Ahnung und keine Ahnung. Aber davon haben wir viel Ahnung. So, wir müssen eigentlich jetzt warten, bis eins davon triggert. Deswegen. Oh, mein Name wollte ich sagen. Welches hier habe ich gedacht? Show yourself and manifest. Manifest. Show yourself. Show yourself, manifest. Okay. Das sehe ich. Mein Get guter. out of here now. You managed to piss me off. That's okay. Please don't hurt me. No more. What is love? Jetzt hab ich schon wieder einen Ohr. Ey, Wahnsinn. Meine Kollegen regt das schon richtig auf, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Ohrwürmer hab. Und ja, ich fühl's. Ich fühl's. Do you think you can destroy me? Maybe. You can't see it because you're not dead yet. I don't want to die. I just want to see ESG. Okay. Calm down, buddy. So, wir machen jetzt hier mal Licht aus. Dann sehen wir ihn nicht, wenn es erscheint. Sagen, wenn er kommt, aber das hätte vielleicht wieder irgendwas Zweitiges hervorgehoben. Also, wir müssen nur noch warten, bis er hier ein Bildchen malt. Oder das ESG kommt. Manifest. Show yourself. Come on. Come on, move it. Let's do this. Wir brauchen ESG. Oder Leinwand. Oder eine Videocam beim nächsten Mal. Oder beides. So, come on. Wir brauchen ESG. Komm schon. Oder Freezing. Oder eine Magenverstimmung. Oh mein Gott, das ist auch noch der Dicke. Mit dem Auge im Bauch. Also nichts gegen Dicke, aber schaut mal seinen Bauch an. Da, das Offene. Das ist ein Auge. Wer hat denn ein Auge im Bauch? Oh, ich glaube, ich kann vor dem nicht entkommen. Ah, ich habe ihn. Er ist hängen geblieben. Lauf weiter. Komm schon, mein Junge. Ich muss der Palme ausweichen. Mein Gott, ja, eine Palme. Der Pflanze ausweichen. Kann ich ihn loopen? Oder war er jetzt zu clever? Ich hab was Dickes in mir. That's what she said. Das war jetzt unüberlegt. Ganz schnell raus hier. Ganz schnell raus. Also, wir haben die Wahl zwischen Boogie und Yokai. Das ist wie die Nadel. Das ist ja nicht mal die Nadel im Heuhaufen. Das ist die Nadel im Nadelhaufen. Wir vergleichen Nadel mit Nadeln. Also, ganz klar, welcher Geist es am Ende ist. Ich merke mir, dass der hier auch viel redet. Oder dass der auf Stimmen reagiert. Und dass er auf unter 50% jagt. Wir haben jetzt 30. Könnte jetzt sein, dass er entweder erst auf 30 anfängt und zum Beispiel eine erhöhte Geschwindigkeit hat. Oder er hat einfach keinen Bock mehr. Waffenteile, Pentagramm und Silhouette. Okay, Ecto müssen wir da mitnehmen. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Immer noch ein Kruzifix. Ich nehme jetzt auch noch hier die Sanity Pin mit. Sobald ich entweder keinen Bock mehr habe, Leinwand oder sonstiges habe, werden die Pin eingeschmissen und dann wird der Rest gemacht. Sollte ich keinen Bock mehr haben, Pin einschmeißen, irgendwas eintragen. Und leider können wir jetzt schwer vergleichen. Gerade bei den beiden wir hatten beide schon mal. Aber ich habe da noch nicht so extrem drauf geachtet. Muss ich selber erstmal meine Videos nochmal anschauen. Jetzt erstmal in den Geisterraum. Gib ihm.
Come on, move it, move it. Tempo. Und ja, das war wunderschön gesungen, ich weiß. So, aber erstmal da rein. Wie gesagt, nichts gegen Dicke. Aber der ist mir dann doch ein bisschen unsympathisch. Ja, wenn das Letzte, was du siehst, seine Wampe ist, dann weißt du, es gefällt dir gar nicht, was du siehst. So. Manifest. Wieder Enter gedrückt. Show yourself. Na komm mal. Show yourself. Gib mir dein ESG. Gib mir ESG. Und ich werde jetzt noch schnell den Thermometer schauen. Nicht, dass er gar nicht mehr hier ist. Aber ich würde sagen, das ist schon noch Geisterung. Ja, will ich schon sagen. Komm schon. Ich glaube nicht, dass es die Leinwand ist. Ich glaube nicht, dass es die Leinwand ist. Ich glaube, wir haben schon eine ESG. Ich trage es jetzt ein. Das wäre ein Boogie. Ja, sah für mich aus wie ein Boogie-Man. So, also wir haben Pentagramm, Waffenteile und Silhouette. So, Pillen einschmeißen. Das waren jetzt die letzten Pillen. Ab jetzt wird es Wettlauf gegen die Zeit. So. Hier ist auch nichts. Let's go. Ich hoffe einfach, dass wir richtig liegen. Aber ich... Ja, es ist halt schwierig, wenn du diese zwei Geister hast. Ist schon schwierig, irgendwie zu entscheiden, welcher es ist anhand des Verhaltens, wenn du doch keine Ahnung hast. Hier ist nichts. Hier ist alles fresh. Hier ist auch nichts. Wir können auch mal hier kurz so drüber schauen. Aber ich finde alles in Ordnung. Glaub nicht, dass die... Kann die hier draußen sitzen? Ein Waffenteil. Nö. Wo bin ich da? Let's go. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich inzwischen immer ein Kruzifix dabei habe. Und das auch schon relativ früh mitnehme. Hast du gerade geleuchtet? Alles klar. Wahrscheinlich wird die Silhouette dann auch in der Toilette sein. Wahrscheinlich sitzt sie auf der Schüssel auch noch. Ich hätte es, wenn ihr irgendwas als Scherz sagt, aber es klingt dann sehr plausibel, sobald ihr es ausgesprochen habt. Wo kommt denn der jetzt her? Tor! Deutschland ist Weltmeister! Okay, das glaubt keiner mehr. Das glaubt keiner mehr inzwischen. No hate, aber Deutschland haben schon echt beschissen gespielt. Letzten WMs. So, Waffenteil. Hä? Achso, nicht ganz Waffenteil. Ja, wobei. Die Kurven einer Lady können auch zur Waffe werden, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ne, gerade die meisten Kerle lassen sich sehr, sehr schnell den Kopf verdrehen. Warte, ich brauche nicht mehr. So. Aha. Wir brauchen immer noch das Pentagramm. Das wird hoffentlich in der Lobby sein. Hoffe ich. Oder zumindest irgendwo in diese Richtung, denn ich will es jetzt nicht hier auf dem im Bad haben. Hey, Kerl ist fresh. Waffenteil. Sieht nicht danach aus. Let's go. Mit etwas Glück können wir jetzt gleich schon das Ganze hier abgeschlossen haben. Ein Waffenteil noch. Pentagramm. Wobei, das dauert ja ein bisschen, aber da habe ich vielleicht im besten Fall dann schon die Waffe in der Hand. So. Oh, das ging an den Pfosten. Ja, ja, meine Pro-Karriere im Fußball ist leider vorbei. Ja, ja. Jetzt, da kriege ich nicht mehr raus. Dafür, ich kann leider nur nach vorne kicken. Also es war keine lange Pro-Karriere, wenn du nur nach vorne kicken kannst. Aber das ist es halt. Alle haben gedacht, ich werde sie gleich austreiben, sind schon so extra in Position gegangen. Das habe ich ganz normal gespielt, so oldschool. Und dadurch war ich so gut. Pro-Taktik. Pro-Taktik, ohne Pro-Taktik anzuwenden. Und tatsächlich habe ich wirklich mal kurz, wirklich, wirklich kurz Fußball gespielt. Als ich noch jung war, wollte ich unbedingt Fußball, also so ins Fußballtraining gehen. Ja, habe ich richtig doof gefunden. Ich
glaube, ich bin einmal hingegangen, danach nie wieder. Also es war genius. Aber davor habe ich meinen Eltern die Ohren voll geheult. Ja, unbedingt Fußballtraining und oh ja, bitte. Mhm. Da habe ich keinen Bock mehr. Da habe ich dann lieber in unserem Planschbecken im Garten gechillt, als dass ich zum Fußballtraining gegangen ist. Es war natürlich auch noch Hochsommer. War mir dann doch lieber, als über Platz zu laufen. Komm schon, gib Gas. Ich warte nur darauf, dass die Tür zugeht. Oder dass es irgendwie ein Bug ist, die Türen gehen nicht zu und hier kommt der Dude. Komm schon, gib Gas. Was sollten wir packen? Okay. Monsieur! Zeit zur Jagd. Und weil wir es können, gehen wir natürlich wieder in den Geisterraum. Ja, wir brauchen hier schon ein bisschen Action. Wir hatten zwar schon seine Wampe im Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das Auge sehen konnte, aber... diesmal kein Jumpscare hier. Hier ist auch kein Psychoschädel. Und... wie kommt er da raus? Hä, wo sind? Oh, mein Gott, es jagt! Oh mein Gott! Entschuldigung, wo hast du mein... wo ist mein Ball? Da hinten? Hä? Habe ich nicht gesehen? Okay, ich habe nicht gesehen, wie ich den dahinter gekickt habe. So, und... also, da finde ich irgendwie schon ganz cool. Dass man hier so gerade mit dem Fußball spielen kann und sowas. Weil das ungefähr so ein bisschen realistisch ist, ne, da, wie du einen Ball kickst und sowas. Oh, der war jetzt aber mit Schmackes. Aber ja, nice one. Ganz ehrlich, ladies and gentlemen, wäre ich jetzt hier verreckt, weil ich so auf den Ball konzentriert war. Ich hätte es mir zugetraut. Ich hätte es mir wirklich zugetraut, deswegen bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Denn ich glaube, ich hatte auch nicht mein Kruzifix in der Hand. Das wäre auf jeden Fall eng geworden. So, Abmarsch. Ich hoffe, wir haben den Geist richtig erkannt. Wir mussten ja leider retten. Ich weiß jetzt auch nicht, was plausibler gewesen wäre. Boogie mit der Leinwand. Warte, Boogie war mit der Leinwand, oder? Schauen wir nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Nee, mit ESG. I'm sorry, Boogie mit ESG oder das andere war Yokai mit der Staffelei. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Yokai hätte ich jetzt sonst nur gesagt wegen Phasmo. Da gibt es ja einen Yokai, der auf Stimmen reagiert und das wäre vielleicht mit dem Reden gepasst. Aber es war ein Boogie. 7.350 und wieso haben wir jetzt nur so wenig bekommen? Wir haben beim letzten Mal 8.000 irgendwas bekommen. Also krass, je nachdem welche Quest es, kriegst du auch unterschiedlich Geld. Das wird mir jetzt erst klar, wie ich schon so oft das Spiel gezockt habe. Alles klar. Jetzt ist das Lilith wieder da. Guten Abend, schön, dass Sie da sind bei dem. Na gut, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.